Dass Boxen längst nicht mehr eine Männerdomäne ist, hat sich mittlerweile wohl rumgesprochen. Unter der Präambel Sparring mit Dialog trafen sich am Sonntag, dem 16. Juni, zahlreiche Frauen und Mädchen, die sich dem Boxsport verschrieben haben. In der Halle des Boxclubs Lübeck in der Katharinenstraße wurde referiert, gefragt und geredet, bevor es losging mit Sparring am Sandsack und mit Pratzen. Die Frauenbeauftragte des Schleswig-Holsteinischen Amateurboxverbandes, Janine Lellwitz, erläutert die Veranstaltung. Der Schleswig-Holsteinische Amateurboxverband, was ist das eigentlich für eine Vereinigung? Also es ist erstmal ein ziemlich langes Wort, muss ich zugeben. Aber es steckt vor allen Dingen Amateurboxverband drin. Es geht darum, dass es ein Landesverband in Schleswig-Holstein ist, der sich um den Boxsport bemüht und natürlich dort auch die Vereine drunter zählt, die in Schleswig-Holstein gemeldet sind und den Boxsport anbieten. Das Motto der Veranstaltung lautete Sparring mit Dialog. Was bedeutet das denn? Man könnte sagen Theorie und Praxis zusammen. Es geht darum, dass wir uns nicht nur zum Training treffen oder wie man es kennt, auch Trainingszeit, jetzt legen wir los. Wir wollen auch erstmal miteinander sprechen und uns kennenlernen. Also man stellt sich das vor, kurze Begrüßung, es werden einmal die Themen angesprochen im Boxsport, Fragen, die einige vielleicht haben, betreffend Wettkämpfe und auch natürlich das Thema Prävention im Sport. Gibt es Beispiele für Themen? Es gibt vor allen Dingen die Beispiele wie es ist ein harter Ausdruck, aber es wird oft so genommen, um darauf hinzuweisen, dass es Prävention gegen sexuelle Gewalt ist, gegen Missbrauch, weil man doch in einem Verein, in einer Art Familie oder in einem familiären Umfeld sich begibt und dort so etwas als Situation vielleicht auch mal ausgenutzt wird. Das heißt, Situation zwischen Trainer und Sportler, Sportlerin, Trainerin, je nachdem, also es ist ein ziemlicher Mix, wo man festgestellt hat, da müssen wir was tun, eine Schutzvorkehrung, eine Vorbeugemaßnahme. Wo kamen denn die Boxerinnen alle her? Ja, die Boxerinnen sind aus vielen Teilen von Schleswig-Holsteins, aus den Vereinen wie Preetz, Reisdorf, Flensburg, aus Lübeck, aus Kiel vertreten gewesen, aber auch aus Hamburg. Sie sind ja die Frauenbeauftragte des SHABV. Was genau ist denn Ihre Aufgabe? Also zum einen Frauenbeauftragte liegt einfach daran, oder die Position selber gestaltet sich daher, dass Übergriffe, die ich eben genannt hatte, sich auf weibliche Sportlerinnen beziehen. Wir sind neutrale Vertrauenspersonen, das ist sehr wichtig, und zwar in der Hinsicht, dass wir im Sport einfach einen Halt bieten als Ansprechpartnerin, um über Themen zu sprechen, wo sich die Sportlerin vielleicht nicht traut, mit ihren Freunden oder Familienmitgliedern oder im Verein was anzusprechen. Sie fühlen sich unwohl, zum Beispiel in ihrem Verein. Es gibt dort jemanden, der sie etwas bedrängt oder wo sie es nicht genau weiß, ob das so in Ordnung ist. Und dann kann sie sich an uns wenden. Gibt es auch Themen außerhalb des Boxsports? Es gibt durchaus Themen im allgemeinen Sinne, dass man Interesse hat, auch betreffend des Sportes mehr zu erfahren. Sei es jetzt auch betreffend unserer Frauenrolle. Mensch, ich bringe die Leistung nicht, habe aber auch immer mal Schmerzen im Bauchbereich oder so. Das sind durchaus mal Themen, die vielleicht hochkommen, wo man sagt, okay, ich bin eine Frau, da darfst du dich gerne an mich wenden. Oder auch im Allgemeinen, Mensch, ich fühle mich unwohl in der Umkleide, mich umzuziehen und hast du da nicht einen Tipp oder ähnliches. Das kann durchaus vorkommen. Oder auch
vielleicht Betreffen des Sportes, das Interesse, ich selber und auch meine Kollegin, die Bente Andresen, wir haben beide schon unsere Erfolge im Boxsport gehabt, dass es dazu Fragen gibt, ne? Also Betreffen des Wettkampfes, ich bin so aufgeregt oder ähnliches. Das sind auch so Themen, die angesprochen werden. Auch Konflikte mit Schule, Eltern, Freunden und ähnliche Dinge? Ich selber habe die Erfahrung noch nicht direkt gemacht, aber ich höre es von anderen Vereinen, wo es nicht direkt eine Frauenbeauftragte betrifft, aber dennoch den Trainer, der sich dann darum kümmert oder sich dem annimmt, weil er feststellt, Mensch, irgendwas stimmt nicht mit meinem Sportler oder der Sportlerin, und dann einfach mal ins Gespräch geht und sagt, was ist los, ne? Also dass vielleicht gerade Stress zu Hause ist oder ähnliches, und da natürlich auch seine Unterstützung anbietet. Und das ist halt auch das Thema, weshalb es wichtig ist, aufzupassen, eine gewisse Grenze zu bewahren. Was für ein Fazit ziehen Sie unter diese Veranstaltung? Also Fazit ist immer wieder sehr positiv. Also mir macht super viel Spaß, nach dieser Veranstaltung zu sehen, wie viel Spaß die Sportlerinnen hatten. Selber sagt, Mensch, ich habe wieder was dazugelernt. Oder ich habe tolle neue Menschen kennengelernt. Zum anderen auch, dass sie für sich einfach ein besseres Gefühl auch im Sport mitnehmen. Das heißt, ich mache sonst immer nur mit Jungs oder mit Männern, höre ich. Jetzt konnte ich mal mit Frauen machen. Und für mich ist noch ein besonderes Fazit, dass es immer mehr sind oder unterschiedliche Teilnehmerinnen, das heißt nicht immer die gleichen Sportler, sondern auch wieder neue dazukommen. Und es sich so ergibt, dass es wächst, dass es überregional ist und nicht nur auf Schleswig-Holstein bezogen. Und das freut mich eigentlich zu sehen. Wenn Sie jetzt jemand für den Boxsport begeistern wollen, wie sähe das aus? Naja, ich glaube, und ich habe oft gehört, wenn ich vom Boxen spreche, kommt das schon von alleine, dass ich einfach erkläre, was mir dieser Boxsport bietet, wie ich gewachsen bin. Selber als Person relativ ruhig gewesen am Anfang, wenig Selbstbewusstsein, hört man ganz klassisch, wenn man dann in den Boxsport geht, und habe gesagt, ich finde hier eine Einheit. Also wenn ich zum Boxen gehe, schaue ich nicht auf die Uhr, ich mache das Training, bin völlig kaputt danach, aber auch super erleichtert und fröhlich. Ich lerne die unterschiedlichsten Menschen kennen mit ihrem Hintergrund. Also das heißt, jeder hat eine Geschichte, wenn er zum Boxen kommt, um einfach erstmal auch den Kopf abzuschalten beim Training. Und ich muss sagen, dieser Zusammenhalt und dieses Teamgefühl, da geht es nicht darum, welche Leistung ich erbracht habe, ob ich eine Frau bin oder ob ich gut boxen kann, sondern es geht einfach nur darum, gemeinsam zu trainieren. Das habe ich bisher leider in anderen Sportarten noch nicht so erlebt. Wann findet denn das nächste Sparringstreffen statt? Oh, das ist sehr gut. Wir haben am 22. September in Reisdorf das nächste Sparringstreffen geplant. Und dazu gibt es auch schon einen Flyer, sowie auch diverses Interesse an der Teilnahme. Also das heißt, ich freue mich, wenn zahlreiche Teilnehmerinnen kommen, aber auch noch Zusatzpublikum, sage ich mal, also geladene Gäste.